Ich sitze hier in diesem wunderbaren Paradies und möchte trotzdem nochmal über das Thema Angst reden. Ich möchte über dieses Thema reden, nicht weil ich Angst machen möchte, sondern ganz im Gegenteil, damit ich möchte, dass Sie keine Angst vor der Angst haben. Viele sagen, Angst, das ist eine Bestrafung. Der Gott bestraft uns wegen dem, was wir gemacht haben oder was auch immer. Und deswegen kommen böse Dinge, negative Dinge, entweder in unserem eigenen Leben oder halt in einem Land oder teilweise sogar weltweit. Es ist eine Bestrafung. Und das ist es nämlich ganz genau nicht. Es ist keine Bestrafung. Gott, der Schöpfer, ist nur gut. Er will nur das Beste für uns. Aber wie erreicht er das? Manchmal erreiche ich das tatsächlich dadurch, dass große Herausforderungen auf die Menschen zukommen, auf den einzelnen Menschen, aber manchmal dann auch auf viele, viele Menschen, auf große Gruppen von Menschen. Und die können dann dafür sorgen, dass die Menschen Angst haben. Welche Entscheidung treffe ich in einer solchen Situation? Ich hatte das ja auch schon in anderen Videos erzählt. Gehen Sie davon aus, gehen Sie tief in sich hinein, fragen Sie Ihre Seele, hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, auf Ihr Verstand, auf Ihr Herz, auf Ihre Seele. Und dann versuchen Sie, eine Entscheidung zu treffen. Und oft ist die richtige Entscheidung tatsächlich die, wo am meisten Angst mit verbunden ist. Weil diese Entscheidung ist oft auch die, die das größte Licht hervorrufen kann. An Entscheidungen, die mit großer Angst verbunden sind, kann ich natürlich am allermeisten wachsen. Das ist ganz klar. Es gibt Menschen, die sagen, ich will was Neues anfangen, und dann kommt die kleine innere Stimme und sagt, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, das hast du noch nie geschafft, niemand hat das bis jetzt geschafft, alle sagen dir, du schaffst es nicht. Die Stimme, die kleine Stimme im Inneren, die natürlich von außen kommt, das ist nicht die eigene Seele, oder die Stimme der Menschen um einem herum. Nein, das würde ich nicht machen, das ist viel zu groß für dich. Es gibt Menschen, die machen das trotzdem. Und die schaffen das, weil sie an sich selbst glauben. Der Glaube an sich selbst, der Glaube daran, dass ich die richtige Entscheidung treffe. Die Liebe für sich selbst, das ist die Voraussetzung dafür, dass ich die richtige Entscheidung treffen kann. Und dann kann ich auch jede Angst überwinden. Ich muss mich selbst lieben, bevor ich andere Menschen lieben kann und auch bevor ich die richtigen Entscheidungen treffen kann. Etwas, was ich nicht kenne, Liebe für mich selbst, kann ich auch nicht weitergeben an andere Menschen, oder? Das ist ganz einfach, ganz logisch. Braucht man nicht über irgendwelche komischen Theorien oder sonst was zu reden. Wenn ich etwas weitergeben möchte, was ich selbst nicht kenne, kann ich es nicht weitergeben. Ich kann nichts teilen, was ich selbst nicht kenne. Also, die richtige Entscheidung treffen. Aus meiner Liebe für mich selbst heraus und die Angst wirklich überwinden. Die Angst überwinden ist deswegen so wichtig, weil sie hat einen Zweck. Sie kommt nicht aus dem Nichts. Sie ist da, weil sie mir etwas zeigen möchte. Weil sie zeigen möchte, du kannst das, du schaffst das. Und ja, tatsächlich leben wir in einer Zeit, in der sehr, sehr viele Menschen sich nicht gerne mit ihrer eigenen Angst auseinandersetzen, wo sie sagen, ich mache das lieber nicht. Nein, davor habe ich Angst. Ich lasse es sein. Und sie fallen zurück in ihre alten Gewohnheiten. Sie schaffen nicht, sie fangen nicht was Neues an. Sie gehen nicht einen neuen Weg. Sie fangen nicht eine neue Firma oder ein neues Studium oder was auch immer an, weil sie Angst haben. Oder vielleicht sogar eine neue Beziehung. Oder gehen zurück in die alte Beziehung, weil sie Angst haben. Die Entscheidung, mit der die meiste Angst verbunden ist, innerlich, vom Gefühl her, das ist meistens die richtige Entscheidung. Und dann kommt die Belohnung. Überlegen Sie mal in Ihrem eigenen Leben, in wie vielen Situationen hatten Sie Angst und haben diese Angst überwunden und was war die Belohnung dafür?
Und in wie viele Situationen haben Sie sich nicht getraut, Ihre Angst zu überwinden? Und sind Sie womöglich tagelang, wochenlang, monatelang, vielleicht sogar jahrelang weiter in dem alten Trott geblieben, mit diesem unguten Gefühl im Hintergrund, was Ihnen sagt, das ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Und da kommt dann ein, ja, wenn man so will, ein Leid, ein Leiden. Sie leiden. Aus dieser Entscheidung, die Sie nicht getroffen haben, entsteht ein Leiden. Teilweise sogar ein lebenslanges Leiden. Manche Leute sind dann froh, dass sie sterben, weil sie sagen, na gut, jetzt ist es endlich vorbei. Jetzt brauche ich nicht weiter zu leiden. Es sind die Entscheidungen, die wir nicht treffen, die dafür sorgen, dass wir leiden. Wir sind hier, um unsere Aufgaben zu bewältigen. Dafür zu sorgen, dass unsere Seele mehr Licht bekommt. Die Kratzer, wenn man so will. Die Decken, ich habe das ja schon oft erzählt, mit Hilfe der Decke. Dass die Seele wieder strahlen kann, dass die Seele wieder ganz viel Licht bekommt. Deswegen sind wir hier. Und dazu gehören diese Aufgaben, die wir zu bewältigen haben. Und deswegen rede ich in diesem Video nochmal über die Angst. Wie gesagt, nicht um Angst zu machen, ganz genau das Gegenteil, um Ihnen zu sagen, Angst ist etwas, wovor ich keine Angst haben brauche. Ganz im Gegenteil, wenn die Angst kommt, sagt sie ja, hier. Der Schöpfer sagt, guck mal, ich mach's dir nicht so einfach. Da ist eine Herausforderung, die solltest du angehen, aber da ist etwas, was dich versucht zurückzuhalten. Was dich versucht zurückzuhalten. Die Herausforderung wird noch größer. Und ich sage, nein, ich lasse mich nicht zurückhalten. Ich mache das, was das Richtige ist für meine Seele. Manchmal ist es nicht einfach zu wissen, was das Richtige ist für die Seele. Und das heißt Kommunikation. Kommunikation mit sich selbst. Kommunikation mit meinem Inneren. Kommunikation mit der Person, die ich am allermeisten liebe, die mir am allermeisten gibt, damit ich am allermeisten geben kann. Ich kann nur geben, wenn ich mich selbst liebe. Ich kann nur das geben, was ich selbst kenne. Und da reden wir wieder über viele Seelen, die nicht bereit sind, sich dieser Angst zu stellen. Auch jetzt weltweit gibt es viele, viele Seelen, auch, und das behaupte ich jetzt einfach mal, in Führungspositionen oder vielleicht sogar gerade in Führungspositionen. Traumatisierte Seelen, die so viel Angst vor der Angst haben, dass sie sich nicht trauen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, dass sie nicht mit sich selbst kommunizieren, die womöglich auch eine andere Agenda haben. Da habe ich auch schon viele Videos zu gemacht, zu diesem Thema traumatisierte Seelen. Und die Seelen, die nicht bereit sind zu lernen. Aber dazu gehören wir nicht, sonst wären sie nicht auf diesem Kanal. Ich möchte mit diesem Video auch nochmal wirklich, wirklich, wirklich nochmal aufs Herz drücken. Haben Sie keine Angst. Stellen Sie sich den Herausforderungen. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Und Sie werden das schaffen, ganz klar. Die Seele, das ist das, um was es geht. Es geht nicht um den Körper. Was könnte die größtmögliche Konsequenz sein? Der Schöpfer möchte, dass wir unsere Herausforderungen annehmen. Er will uns nicht bestrafen. Immer wieder kommen Menschen in Videos und sagen, ja, oder in Kommentaren und sagen, Gott will uns bestrafen. Natürlich will er uns nicht bestrafen. Er ist nur gut. Er bestraft uns ganz sicher nicht. Absolut nicht. Da bin ich ganz anderer Meinung. Einige bleiben dabei und sagen, doch, okay, das ist ihre Meinung. Meine Meinung ist, dass Gott nur gut ist und er möchte, dass wir aus dieser Angst, aus diesen Herausforderungen heraus lernen. Ich will auch noch mal ganz kurz etwas sagen zu diesem kleinen Teufelchen im Kopf. Auch hier im Paradies, wo ich bin, gibt es täglich Herausforderungen. Hier vor Ort, aber auch Herausforderungen, die natürlich aus der Ferne an mich herangetragen werden. Herausforderungen der Menschen, die ich sehr liebe,
wo ich Ratschläge gebe und wo ich denke, ich müsste da sein vor Ort, um zu helfen, und ich bin es nicht. Und dann gehe ich mit einem unruhigen Gefühl in den Tag und denke, warum ist das so? Warum bin ich jetzt hier in dieser wunderschönen Umgebung, am wunderschönen Meer? Und es müsste mir eigentlich nur gut gehen. Und dann kommt immer wieder irgendetwas mit meinem Sohn oder meiner liebsten zweiten Tochter, zukünftigen Schwiegertochter, meiner Mutter, irgendwelche Dinge, wo ich denke, ich müsste jetzt da sein. Und dann muss ich natürlich diese Herausforderung angehen. Und ich versuche, hier aus der Ferne Ratschläge zu geben. Es ist nie hundertprozentig alles so toll über einen längeren Zeitraum, wie wir es gerne hätten. Das liegt daran, dass immer wieder neue Herausforderungen an uns herangetragen werden. Unsere Seele möchte lernen, Tag für Tag. Sie hört nie auf zu lernen, auf diesem Planeten zumindest nicht, weil sie möchte diesen Planeten wachsen, diesen Planeten verlassen und ja, als Seele, die ganz viele ihrer Herausforderungen hier angenommen hat und bewältigt hat. Und diese Herausforderungen übrigens, sie sind für jeden Menschen anders. Es gibt Menschen, die haben ganz große Herausforderungen und andere haben ganz kleine. Sie sind für jeden Menschen anders, aber es gibt tatsächlich für jeden Menschen Herausforderungen. Nur halt, wie gesagt, sie sind für jeden Menschen anders. Es ist immer eine Herausforderung, die ich bestehen kann. Und das gilt auch für die jetzige Situation.